Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Sheridan-Special auf meinem Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr seht, ich habe 4 Replays von den XM551 Sheridan. Ja, warum bin ich fasziniert von diesem Panzer? Also ich muss sagen, Punkt 1, ich werde ihn mir garantiert holen, sobald er raus ist. Ich werde darauf sofort fahren. Es ist ja sehr speziell, jetzt in der nächsten Zeit sollen ja ein paar neue 10er Stufe 10 Lights rauskommen. Und das ist einer der 5 Stück. Das ist der amerikanische Sheridan, der über den T49 hochführt. Es gibt 2 Möglichkeiten, den Sheridan zu spielen. Einmal mit einer HE-Wumme, mit 900 Alpha-Schaden, aber allerdings ist es sehr trollhaft. Das bedeutet, ihr könnt mal 300 Schaden machen oder mal 900 Schaden machen. Das ist sehr trollig. Ich habe sie nicht, weil sie mir einfach zu lange nachlädt. Und ja, der Sheridan ist ein sehr spezieller Panzer. Er ist der wendigste von allen. Er hat ein Heatgitter hier vorne. Gleich frontal ist ein Heatgitter. Das bedeutet, wenn euch hier ein Jagdpanzer in 100, egal wer mit Heat schießt, kommt da nicht durch. Mir ist auch schon mal hinten einer E100 mit ein E100 mit Gold gebounced. Weiß auch nicht, wie er das geschafft hat. Wahrscheinlich mit einer Kette hängen geblieben. Oder so. Ich empfehle, diese Kanone zu nehmen, weil diese Kanone schießt alle 7 Sekunden 400 Schaden. Und damit ist sie besser als die Russenkanone. Sie hat 236 Pen. Die Russenkanone lädt ein bisschen länger nach, macht aber nur 300 Durchschnittsschaden. Und die anderen laden auch relativ länger nach, weil jeder Panzer lädt um die 7 bis 8 Sekunden nach. Nur der Sheridan hier lädt mit seiner kleinen Kanone 7,7 nach. Und die anderen laden alle so ein paar Millisekunden bis Sekunden mehr. Selbst der Japaner hat 7,57 auf der Uhr und ja, also der ist am schnellsten ladend, ja. Der Deutsche lädt, glaube ich, mit am längsten, mit 8,10, glaube ich. Und ja, ich fahre den hier mit Kiste auf Cola, also eine Cola-Kiste mit einem kleinen Rep-Kit, mit einem First-Aid-Kit, 2 HE-Granaten, 20 Heat und 20 APCR, also Standardgranaten. Heat ist sehr wichtig bei den Lights, das kann man sich einfach nicht verzwängen. Selbst als 10er gegen einen E100 Typ 5 Heavy oder sowas richtig durchzukommen, so wie man es möchte, ist trotzdem öfters sehr, sehr schwer. Und deswegen, ja. Ich würde euch sagen, ich habe 4 Stück mitgebracht. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie sich der Sheridan so fährt und warum meiner Meinung nach dieser Sheridan so besonders ist von allen Panzern. Ich habe alle mehrfach getestet. Den Sheridan habe ich jetzt, glaube ich, seit 50 Gefechten. Den Deutschen habe ich 45. Der Japaner habe ich, glaube ich, 30 drauf. Und auf dem Franzosen habe ich, glaube ich, am wenigsten. Den Franzosen finde ich irgendwie, weiß nicht. Also hätten sie auch einfach lassen können, finde ich. Hätten sie auch einfach lassen können. Sekunde mal, ich muss mal ganz kurz nochmal den Ton nachgucken. Man hört ja hier kaum was. Was ist denn da los? Sekunde. Ja, ich weiß, sehr professionell, aber so muss das halt. So. Genau. So, und weiter geht's. Ja. Ich habe hier einmal 2 Pepperonis drauf. Die habe ich immer dabei. Habe ich jetzt neuerdings, weiß auch nicht. Finde ich irgendwie schön. Und irgendwie steht mein Panzer gerade nur rum. Hallo? Kann es sein, dass ich am Anfang AFK war? Ach ja, genau, das war das Gefecht, genau. Ihr müsst bedenken, ganz am Anfang war ich etwas AFK. Ja, das passiert, wenn man sich was zu trinken holt und man ins Gefecht geht. Ihr seht's. Jetzt bewegt sich mein Turm. Na? Na? Doch noch nicht. Jetzt. So, jetzt habe ich mein Trinken. Jetzt kann es losgehen. Nein, da habe ich mir, glaube ich, in dem Moment was zu trinken geholt. Deswegen, ihr seht, er geht flink los. Er geht sofort auf die 65 km/h. Also kaum, er braucht kaum Beschleunigung. Er braucht kaum Zeit, um auf seine Höchstdingens zu kommen. Sekunde mal, warum ist eigentlich meine Einstellung versetzt? Ich möchte alles sehen. Danke. Nicht in Prozent, sondern HP. Genau. Appley. Ich möchte gerne alles sehen. So. Und hier bitte auch einmal alles sehen. So, danke. Und jetzt kann es weitergehen. Muss ja auch sein. Ich will ja sehen, was die so haben. So. Ja, er ist flink, er ist wendig. Die Kanone ist ultra genau, wenn ihr mit der richtigen Kanone spielt. Wie ihr seht,
man spielt hier auch wirklich, also ich muss sagen, ich spiele ihn nicht aggressiv, aber ich spiele ihn wirklich so richtig als Unterstützer. Der Nebelwald, man kennt ihn. Zu Halloween waren hier Geister übrigens, falls es jemandem aufgefallen ist. Letztes Halloween. Bedchat kommt. Leider in den Ketten hängen geblieben. Sag mal, Entschuldigung, aber... Eieieiei. Ach, das geht hier gar nicht. Ah, okay, ja klar, weil ich im Testserver bin. Also ich benutze gerade den Testserver-Client, deswegen sind hier so ein paar andere Sachen, so ein paar Bugs, die ich vorher nicht behoben habe. Hätte ich bedenken müssen, aber naja, sehe das ein bisschen live mit. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Wie gesagt, das Video wird etwas sehr länger gehen. Ja, das ist so. So. Sheldon, ich habe ja natürlich, meine Crew ist natürlich richtig gut ausgebaut. Ich weiß auch nicht, wie ich da abgeprallt bin. Das erste Gefecht ist jetzt so ein bisschen, um euch so minimal zu zeigen, das ist, glaube ich, auch das Schlechteste von den ganzen. Ganz am Ende kommt dann der Meister. Das Meistergefecht. Ja, leider verschossen. Ich schieße da mal ein bisschen zu schnell, zu hastig, weil ich von den anderen Gefechten gewohnt bin, dass das so schnell geht. Jetzt habe ich ihn getrackt. Es geht nicht so super los, aber ihr werdet sehen, das Ding ist einfach nur der Kracher. Ich muss sagen, der Deutsche, der gefällt mir auch super, da ist er auch. Also der Deutsche ist wirklich der Hammer. Also der Deutsche mit seiner Geschwindigkeit, da kommst du ja niemals hinterher. Also Sheridan kommt man zwar hinterher, aber die Beschleunigung vom Deutschen ist auf 75 km/h. Also er ist einfach nochmal 10 km/h schneller. Wenn der mal wegflitzt, dann kommt er dem nicht hinterher. Könnt ihr vergessen. Oh, ich wollte jetzt unbedingt den Deutschen rausnehmen. Bin jetzt aber leider aufgegangen. Ach übrigens, der... Da ist ein Type 5 Heavy. Aua, das könnte wehtun. Ich habe mich schnell verdrückt. Ich habe hier 1600 live, das ist auch mit am meisten. Genauso wie der Deutsche hat, glaube ich, auch 1600. Glaube ich. Ja. Ja, 50B, das ist wieder diese typische Trolling der Panzerung. So... Dann seht ihr, ich fahre hier sehr, 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 sehr schnell. Also ich bin hier relativ schnell am Wechseln. Und ihr seht, alle 7,7 Sekunden haue ich hier wirklich konstant 400 Schaden raus. Und das ist einfach besser, als wenn man mit einer HE-Knifte zwar einmal 900 Schaden macht, aber den ganzen Rest des Gefechts nur so 300, 400 Rolls macht. Und dafür dann so lange nachlädt. Also das sehe ich nicht ein. Warum soll ich 25 Sekunden nachladen, um dann 400 Schaden zu machen? Da fahre ich doch lieber die Kanone. Die macht wirklich absolut Spaß. Ich habe auch schon fast die Gunmark auf dem Testserver, müsst ihr euch mal überlegen. Also das Ding will ich definitiv haben. Das ist einfach absoluter Hammer. Ja, jetzt kommt hier 57 Heavy da noch. Man hätte einen Snapshot machen können, aber mal wieder die Kette. Die Kette ist irgendwie so ein beliebtes Ziel von dem Sheridan. Ich weiß auch nicht, was der WZ jetzt hier macht. Ich habe keine Ahnung. Existiert auf jeden Fall nicht mehr. Was der da fabriziert hat. Und ganz wichtig, ihr könnt hier wirklich von einem Punkt zum anderen Punkt in wenigen Sekunden wechseln. Also wie ihr seht, ich fahre jetzt einfach mal hier hinten in den Wald. Ich dachte mir, ich hole mir den Sheridan. Aber ist schon weg. Dann suche ich mir ein anderes Ziel. Also ihr könnt wirklich von einem Punkt zum anderen springen. Da können euch ein Typ 5 oder eher ein 100 können euch gar nichts. Genauso wie eine Maus. Die haben keine Chance gegen euch. Guckt euch das an hier. Also diese ganzen lahmarschigen Teile, also sorry für die Ausdrucksweise, ist aber so. E100 und so. Wie haben die eine Chance, den Turm hinterher zu kriegen, wenn du fährst wie ein Weltmeister? Natürlich müsst ihr dann auch wie ein Weltmeister fahren, ne? Das ist dann die Voraussetzung, aber das passt schon. Ja. Wie gesagt, keiner der Lights ist was für ein Angriff. Also frontal niemals auf einen Panzer draufgehen, das könnt ihr sofort vergessen. Außer vielleicht beim WZ, der hat wenigstens noch eine gute Turmpanzerung, auch Heatgitter. Aber sonst ist das eher nicht so. Hier habt ihr jetzt einen T110E3, ihr seht. Ich habe immer nach hinten geguckt, weil ich einen T57 Heavy hatte, ich Angst, dass der rumkommt. Genau, ich habe jetzt Gold geladen, ich wollte durchkommen. Und da hinten ist ein Panzerwagen. Boah, ich wutsch hier so schnell rum, ey. Genau. Der E3 hat einfach keine Chance. Wenn sie nicht alleine wäre, könnte ich von der Position ihn noch rausnehmen. Damit haben einfach die langsamen Panzer ausgespielt mit den neuen Lights. Also.
Dann hätte ich jetzt die HE-Kniff. Da hätte ich nur halb so viel Schaden machen können und ich hätte nicht so spotten können, so aggressiv. Dann wäre ich einfach viel schneller draufgegangen. Oder beziehungsweise ich hätte einfach... Ah, jetzt hat er mich natürlich getroffen mit der HE. Das kann ich natürlich nicht abblocken, leider. Ich habe jetzt Heat drin. Und der Typ 5. Jetzt kann man ganz entspannt immer schön zum T57 Heavy gucken, nicht dass einem eine Seite vorlugt. Und so immer ganz entspannt gucken. Das ganz wichtig ist bei den neuen Lights, ihr müsst immer die Map im Auge behalten. Natürlich prallt ihr auch bei den schweren ab, wenn es... War jetzt schon tot. Wenn es, wie sagt man? Wenn es zu dick wird. Ja, jetzt habe ich mir leider eine gefangen mit Heat. Die ist in die Seite gegangen. Da seht ihr das Einschussloch. Da. Hätte ich frontal gestellt, wäre er wahrscheinlich nicht so unbedingt durchgegangen. Oh, und er guckt nicht zu mir. Ich denke mir, ruf da. Er hat Gott sei Dank nicht zu mir geguckt und er ist weitergefahren. Genau. Ja, das war so das erste Gefecht, um euch so ein bisschen Eindruck zu geben. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal schnell die Stats an. Sekunde, das war das Replay hier. Genau. So, haben wir einmal hier. Haben wir einmal den Victory, erste Klasse, Pressure und Firefall-Effekt. Team Assist haben wir 3497 Schaden gemacht, ganz einfach. 22 Schuss abgefeuert, 20 getroffen und 10 durchgeschlagen. Also man sieht, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt wie ich, dann kann man sich auch irgendwie die Hälfte der Schüsse alle verhämmern. Ich habe 1433 Assist gemacht und 43.000 Minus gemacht, ist ja auch klar. Okay, dann würde ich sagen, wir springen mal oder wir gehen mal schnell zum nächsten. Dafür habt ihr ganz kurz ein Schwarzbild. Ich muss nur ganz kurz. Ja, ich weiß, ich schneide das jetzt nicht. Sekunde. Testserver. Und das nächste Replay. Da haben wir das da. Das ist dann das Replay. Mal kurz gucken. So. 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 Jetzt müsstet ihr gleich was sehen. Ich hätte mir vielleicht so ein Zwischending mal kurz hinsetzen können. Jetzt müsstet ihr gleich was sehen. Ja, jetzt seht ihr was. Genau. Das ist das zweite Replay auf meiner Liste. Wie gesagt, ich habe 4 Stück mit. Und das gleiche wieder mit der Kanone, natürlich. Neben mir steht der gleiche Panzer mit der HE-Kniff. Wir können ja einfach mal gucken, wer macht mehr Schaden am Ende des Gefechts. Ganz einfach, das machen wir. Wir schauen einmal in einer Auswertung, wer macht mehr Schaden. Also ich muss sagen, ich finde den einfach absolut geil. Gerade dieses Hin und Her, also diese, was ist das hier? Die Wendegeschwindigkeit, absoluter Hammer. Also, ist wirklich richtig geil. Ja, wie gesagt, Sheridan kann man aggressiv fahren oder halt wirklich defensiv mit der HE-Knifte, aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist einfach, jetzt habe ich versucht hier hochzukommen. Ganz blöd, aber... Mal schauen. Das sind die Maus, ist da. E4 haben wir da hinten, TVP haben wir da. Das sieht eigentlich ganz gut aus, außer ein Kranwagen T110 E5 und, ne, 200 T und 2 T5 Heavy. Aber das sieht eigentlich für uns ganz gut aus, weil alles, was fett ist, alles, was groß ist, ist unser Freund. Einfach von der Seite drauf hämmern, dann passt das schon. Guck mal, da kommen doch schon die fetten Ottos. Guck mal, da hinten. Da sind sie schon alle. Type 5, E4. Passt alles. Und er zeigt sogar einen Turm schräg zu uns. Also, auf geht's. Wir sind offen. Das bedeutet Rückzug. Riskiert nichts mit euren Panzern. Wie gesagt, es sind wirklich... sehr empfindliche Panzer, wenn sie beschossen werden. Sagen wir es mal so. So. Jetzt kommt da eine E4 lang gerollt. Wollen einen Snapshot drauf machen. Hat nicht geklappt. Der hat geklappt.
Das sind alles so Durchschnittsgefechte. Erst die letzten. Oh nee, das letzte ist dann das richtig gute. Wie gesagt, das ist einfach nur so ein bisschen, um euch zu zeigen, was so im Random Battle alles so möglich ist mit dem Ding. Und sowas ist eigentlich alltäglich. Also sowas ist immer wieder. Passiert immer wieder. Die Maus da hinten racet sich. Und da kommt ein E5. Da sage ich mir, nee, kein Bock E5. Ich verdrück mich. Es sieht jetzt wirklich sehr, sehr schlecht für uns aus. Auch wenn wir 4 von denen gekillt haben. Aber die Stadt ist bei uns einfach gefallen. Fast. Ich habe mir jetzt gesagt, zieh dich zurück. Gib ihm aber noch an die Seite. Genau, so ist das schön. So, jetzt heißt es erstmal ganz kurz Rückzug. Die Stadt war für mich jetzt in dem Moment gefallen, weil ich einfach keine Chance hatte. Und jetzt probieren wir mal was. Leider verschossen. Der Type 5 Heavy ist alleine. Das bedeutet, he is alone. Und auf geht's, umfahren. Jetzt gilt es einfach, in Bewegung bleiben. Typ 5 Heavy hat schon gar keinen Bock mehr auf uns zu zielen. Er fährt einfach geradeaus weiter. Ist aber auch klar, wie wir es dagegen machen. Wenn vor dir noch ein FV steht, kannst du ihn auch einfach, wenn er, selbst wenn der FV nicht da steht, kannst du den Turm einfach immer wieder entfahren. Selbst ich könnte mir sogar noch einen Hit fangen. So ist jetzt nicht das Problem. Ah, da habe ich leider verschossen, aber wozu sind denn so schnell? Wir fahren einfach nochmal dahin. Tja, leider ist er schon raus. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben seitlichen 1390, aber wozu gibt es eine geile Kanone? Tschüss, 1390. Freut mich, sie kennengelernt zu haben. AMX 1305 heißt der ja, genau. So, und jetzt, selbst der E4 zielt auf uns, aber das interessiert uns jetzt nicht großartig. Der FV hilft uns hier in dem Punkt wieder. Wir wollen den E5 haben und sagen uns, wir warten, bis der E4 geschossen hat. Und das hat er jetzt getan, und zwar in uns. Super. Haben wir den Schuss wirklich abgekriegt. Wir haben leider nicht den Kill gekriegt, aber ist auch nicht so schlimm. Eieiei. So, jetzt haben wir immer noch 16 APCR und 13 Heat-Granaten. Wie ihr seht, ich nehme relativ viel Heat mit. Braucht man auch wirklich, also habe ich auch bei den Deutschen, habe ich überall. Ich habe überall Hälfte. Weil ich brauche doch schon relativ oft, wenn ich gegen E100 Frontal kämpfen muss, auch wenn ich das nicht will. Aber dann kann man wenigstens beim Turm durchkommen, dann ist da wenigstens. Ah, das hat nichts gebracht, aber ja, genau. Bisschen seitlich fahren. Also aus der Fahrt könnte er eigentlich auch schießen, da gibt es eigentlich auch keine Probleme. Ja, die hat schon geschossen, glaube ich. Und wenn nicht, ist sie jetzt weg. Ist ja dann auch wurscht am Ende. Hauptsache, es ist weg. So, jetzt gibt es noch 2 Tanks. Boah, der TVP schießt hier locker in die Ecken. Ihr seht, wir sind wieder nur knapp am Limit unseres Lebens. Das bedeutet, wir haben wieder nur 96 live. Super. Super, super. Wirklich. Alles passiert euch halt relativ oft, aber überlebt man die meisten Gefechte. Also ich habe 90% meiner Gefechte überlebt. Und ich habe eine 60% oder 70% Siegchance, glaube ich. Oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Irgend sowas. Weil die meistens durchgekappt haben oder so. So, und jetzt ist noch ein TVP am Leben. Ich kriege ihn leider nicht mehr. Und das war's mit dem zweiten Replay. Jetzt zeige ich euch noch schnell die Auswertung. Machen wir das so. Dann haben wir das hier. Genau. Hier haben wir die zweite Klasse gemacht. Hier haben wir 3488 Schaden gemacht. 16 Schuss abgefeuert. 11 getroffen. 10 durchgeschlagen. Jetzt auch ein bisschen besser hingehauen mit den Schüssen. 587 Schaden gemacht und 34.000 Miese gemacht. Ja, wisst ihr was? Ich mach mal kurz so. Kurze Pause. Genau. Warte, Sekunde. Ich mach hier mal kurz alles aus. So. Genau, kurze Pause, Sekunde. So, kurze Pause. Bis ich das nächste Replay einlege. Das müsste dann das hier sein. Das, na, kommst du mit? Mein schönes
falls ihr es noch nicht kennt, das ist meine kurze Pause von meinem Stream, die jetzt bald auch wieder beginnen werden. Also, in den Ferien geht's wieder los mit Streamen. Das sind ja auch für Streams. Und, genau, sieht ganz witzig aus. Habe ich gedacht, ich mache da zwei schöne Smileys hin mit dem Sabber-Smiley und dem Dingen-Smiley. Und jetzt geht's auch gleich los mit dem, genau, so. Na? Jetzt müsste da... Jetzt seht das, genau. Bei mir ist es nur gerade leider in ein Fenster gesprungen, deswegen muss ich es ganz kurz in Fullscreen machen. Für mich, damit ich das genau sehe. So, jetzt seht ihr wieder. Gleiches, ich habe immer das Gleiche drin gehabt, weil mir das so gefallen hat. Das hat echt Spaß gemacht. Ich brauchte keinen Feuerlöscher, weil das Ding kaum brennt. Und weil ich eine Crew, eine 10 Skill Crew drauf habe. Oder nee, nicht eine 10 Skill Crew, aber ich glaube eine 4-5 Skill Crew, weiß nicht. Die von meinem vom T34 habe ich da drauf gekloppt. Ist natürlich auf dem Testserver, also. Ich glaube, die ist eine 5. Ja, mein T34 hat eine 5 Skill Crew, also 5 Skills sind da drauf. Darunter ist auch Löschen. Ach Mist, wir wollten ja eigentlich gucken, wie viel. Naja, gut, dann machen wir das hier das gleiche. Wir gucken hier, wer mehr Schaden macht. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Das ist jetzt das dritte. Ich glaube, das Video geht jetzt schon fast eine halbe Stunde. Nee. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich würde mich jetzt schon mal über einen kleinen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch gefällt, sowas. Vielleicht mache ich ja nochmal sowas über die Deutschen. Oder so. Und ja. So. XM551 Sheridan. Ey, boah, das Ding ist echt absolut geil. So, ich fahre jetzt hier richtig aggressiv. Ich dachte mir, komm, probierst es mal, was passiert, wenn ich so aggressiv fahre. Nämlich genau gar nichts. Ich spotte die Seite. Das passiert. Genau, die FV. Ich habe mir letztendlich eine von dem E4 gefangen. Das ist natürlich immer das blöde Jagdpanzer. Die geben einem natürlich immer gleich die hohen Schellen schön. Aber ihr seht, man gibt immer schön schnell Hits raus. Aber ist ja selbst so ein Loch an der Seite, interessiert uns jetzt eigentlich nicht so viel. Getrackt. Ja, ein E4 aus so einer Entfernung zu beschießen ist schon schwer. Dann habe ich gesehen, ein Objekt 140 treibt sich da so rum. Dachte ich mir so, was machst denn du da? Du möchtest Geschenke. So, den nehmen wir noch raus. Komm, nehmen wir mit. Er hat auch eine schöne Gun-Depression. Der Sheldon. Eine sehr schöne Gun-Depression. Deswegen kommt er auch immer gut überall hin. Ich war offen. Na, den Schweden zu penetrieren ist immer so eine Sache. So. Und solche Gefechte habt ihr eigentlich immer. Also sowas habt ihr eigentlich, das ist eigentlich Alltag. Zum Schluss hatte ich einen Durchschnittswert auf dem Ding. Leider gab es ja jetzt schon wieder zwischendurch ein Update, deswegen muss ich den wieder fahren. Durchschnitt war dann 3300, der Durchschnitt. Hatte aber leider noch keine Gunmark, weil ich zu wenig Gefechte hatte. Mit 40 oder 50. Oder 2900, irgend so was. Wieder in der Kette hängen geblieben. Schön, dann verschießt natürlich. Ja klar, mit so einer Wumme, ne? Wie soll man da nicht verschießen, sagen wir mal so. Das ist auch das Nervige, was mich immer, was wirklich nervig war beim Shell, dann mit der HE-Knifte oder auch mit dem T49, das regt mich immer so auf. Wenn man mit so lange einzählt und dann verschießt, und das ist nicht selten. Deswegen nehme ich gerne die kleine Knifte. Also es ist gerade 14.29 Uhr, ich weiß nicht, wann das Video hochkommt. Mal gucken. Mal schauen. So. Ihr seht, wir haben immer noch die 65 km/h. Und wir sind schon wieder hier. Und jetzt können wir einfach ärgern. Jetzt können wir das machen, was ich euch erzählt habe. Ärgern. Hehe. Zwei Mäuse. Und sie gucken nicht zu mir. Das Beste, was einem passieren kann.
schlau hinstellen, sodass einen die Mäuse nicht treffen können. Oder einfach abprallen, geht ja auch. Ja, ist auch gut. Erstmal getrackt, bitte nicht wegfährt. Jagdpanzer hier in 100 treibt sich da noch rum. Nimmt man auch gerne mit. Ich nehme die alle gerne mit. Nimmt man immer. Und ihr müsst eigentlich immer noch bedenken, der eigene Schaden, den ihr macht, so 3000 Schaden oder so, das ist dann immer so normal. Und dann kommt halt noch Spotting-Schaden dazu. Und dann kommen beim ersten, also so, ganz wichtig zurückfahren, im letzten Replay kommen wir dazu, mein Meister. So, wir haben jetzt hier, na, da kommen wir nicht durch, das ist ein zu starker Gegner. Aber da können wir durch, genau. So, die Maus existiert noch. Kriegen wir noch einen Schuss drauf? Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht, leider nicht. Leider kann ich euch da nicht noch einen Schuss zeigen. Das ist dann dieses Replay hier. Erster Platz, Spotter, Brazier, Fire for Effect und Confederate. Wir haben 2646 Schaden gemacht, 21 Schuss abgefeuert, 16 abgefeuert, 8 durchgeschlagen. Also man sieht, mit der Durchschlagskraft hat das Ding natürlich Probleme, aber mit den anderen ist es genauso. Also ist halt so, wenn man nur 223 oder so, nee, 32, irgend so was, Durchschlag hat. 3506 gespottet, das bedeutet, wir haben rund um fast ein bisschen über 5000 Schaden gemacht, das reicht schon. Genau, so, jetzt wieder keine kurze Pause hier. So, ja, nee. Haben wir hier das erste, das hier einmal bitte. Oh, jetzt habe ich so viele Sachen hier rumliegen, ey, das ist nicht wahr. Testserver und. Nein, dahin. Jetzt müsst ihr wieder ein Sekündchen warten. Warum rede ich eigentlich so? Keine Ahnung. Ach so, ja. Geht ja nicht, wenn man das schon geöffnet hat. Da war ja was. Entschuldigung. Ich weiß, ich müsste das eigentlich mal schneiden, aber. Ist das jetzt das? Ich hoffe, das ist das jetzt, ne? Ist das das? Bitte. Bitte lass es das sein. Eine Sekunde, ich muss kurz gucken, ob das jetzt das Richtige ist oder ob ich schon wieder das Falsche geöffnet habe. Es ist das Richtige. Sekunde. So. Grafik ist mal wieder zum Window für mich gesprungen, also zu einem Fenster. Boah, ist das hier warm drin. Mal kurz ein bisschen das nicht das Fenster, sondern die Türchen ein bisschen aufmachen. Hinter mir. So. Was sehen wir? Entschuldigung. Auf einer geilen Map. Genau. Battlestats. Nee, Battlestarts in. Genau. Battlestats, genau. So, und jetzt habt ihr hier sozusagen mein bestes Gefecht mit dem Sheridan. Oh, ja, geht gut los. Oder wo, eher gesagt, wo ich am meisten Schaden gemacht habe. Oder beziehungsweise gespottet und Dings. Ich habe mehr Schaden und gespottet, also mehr Schaden gemacht und gespottet, als mein Rekord liegt auf meinem richtigen Account. Mein Rekord liegt bei 7567, glaube ich. Und hier habe ich ein bisschen was über 8000 irgendwas gemacht. Und ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so zu den anderen Tanks oder so, oder falls ihr das auch haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, erstmal tracken den Jagdpanzer hier 100. Da kann er sich erstmal keinen Zentimeter mehr bewegen. Ich weiß, dass ich jedes Mal aufgehe beim Schießen, deswegen fahre ich auch immer wieder zurück.
bin ich zum Beispiel aufgegangen. Dann fahre ich noch ein bisschen weiter zurück. AMX-50B ist mit Heat an unserer... Oder mit AP, ich weiß gar nicht. Mit Heat ist er an unserem Teil hängen geblieben. Na, jetzt habe ich Gold geladen. E100 oder so. Das ist halt schon, doch schon eine harte Nuss. Da ist er leider weggefahren schon. Gerade sind ja, glaube ich, die Testserver geschlossen, leider. Warum ich jetzt nicht hier auf APCR zurückgeladen habe, keine Ahnung. Außerdem schieße ich ja auch mehr Heat wegen, ist ja Testserver. Da hat man sowieso genug Millionen auf dem Konto. Für die richtigen Server werde ich auch keinen, wahrscheinlich nicht mit Cola-Kiste fahren. Oder vielleicht schon. Mal gucken, fahre ich ja mit dem TC50CB eigentlich auch mit Cola-Kiste. Sind ja nur 20.000, geht ja eigentlich. Oh, Bad-Chat. Na, willst du, hast du, kommst du? Komm, Bad-Chat. Ich habe Geschenke für dich. Müsst ihr wissen, alles, allen Damage, der hier so um mich rum passiert, geht auf meine Kappe. Also wirklich, also bis jetzt, diese ganzen, alle die so hier waren in dem Bereich, diese ganzen, das ging alles auf meinen Spot. Ja, jetzt krieg ich von hinten. Jetzt gilt es erstmal abzuhauen, sein Leben ein bisschen zu schützen. Und einmal die Seite zu wechseln. Oder sich einfach zu sagen, ich wechsle durch die Mitte die Seite. Das geht auch. Wenn ein Type 5 Happy und ein E100 in der Mitte stehen, die das gesamte Dings auf sich ziehen. Da kann man hier ganz entspannt rüberfahren. Jetzt gilt es zu spotten und den Spot Schaden zu machen und selbst Schaden zu machen. Mal schauen. Jagdpanzer 100. Steht schön seitlich. Ich habe jetzt Gold drin gelassen, ich wollte einfach den Schaden machen. Ich bin offen. Aber da er steht, kann man noch gut... Können mal kurz gucken, wie viel Penetration hat er mit. 236 Pen mit ABCR und 280 mit Heat. Also, alle Lights haben Pen-Probleme, aber das kennen wir ja. Die Leute, die auf dem Testserver sind, die wissen das ja auch. Dass man bei den größeren nicht durchkommt unbedingt, wenn man nicht gerade seitlich steht. Joa. Mein Spot-Schaden mal wieder. Der hat den TVP erwischt, der Jagdpanzer eben hat auf den TVP gezielt. Ich dachte erst, er zielt auf mich, aber nee. In der Zeit hat der FV seinen eigenen, irgendeinen eigenen abgeknallt. Und jetzt wieder nicht. Also unser eigener hat gerade einen eigenen abgeschossen. So, und da ist ein STB-1. Natürlich tracken wir ihn, das war auch mal wieder klar. So. Ich bleibe jetzt einfach bei Gold. Ich weiß, Verschwendung, aber es ist Testserver. Da schießen eigentlich alle mit Gold oder viele mit Gold. So, der STB-1, das war auch mein Spotschaden. Und mein Kill. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 4000 Spot und, glaube ich, 3000 selbst gemacht. Jetzt umgeladen auf APCR wieder. Weil ja nicht mehr viel kommen kann. Außer eine Badget, die mich totrammt. Ja, das war leider ziemlich blöd. Da habe ich mich leider totrammen lassen. Ja, das war das Ende sozusagen. Ich habe aber
5k Damage gespottet oder 5 und mehr und fast 4000 selbst gemacht. Das in so einer kurzen Runde, da habe ich jetzt noch nicht aufgepasst. Budget ist natürlich stärker als ich, das ist auch logisch. Und ja, jetzt geht es nur noch groß. Wir machen mal ein bisschen schneller. Lassen wir mal ein bisschen was sehen noch, vielleicht. Ich springe erst relativ spät um. Ja, also rundum zum Fahrzeug. Das Fahrzeug ist relativ mobil oder sehr, sehr mobil. Und es macht wirklich sehr viel Spaß, mit dem Panzer rumzucruisen, rumzufahren. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der Spaß an Amerikanern hat. Wenn er Bock hat, kann er auch mit einer Dubgun rumfahren und damit seinen Spaß haben. Und ja, also einfach insgesamt ein sehr schöner, ausgewogener Panzer, wenn man die kleine Gun drauf hat. Ich hoffe, einfach so insgesamt, es hat euch so minimal gefallen. Ich zeige euch jetzt, glaube ich, noch die Auswertung. Das ist nur noch die Arti übrig, genau, da ist sie. Genau. Und das war's von dem Panzer. Und dann zeige ich euch nochmal schnell die Auswertung vom letzten Victory und natürlich Meister, Spotter, Fire for Effect, Confederate. 3735 Schaden selbst gemacht, 5214 Schaden gespottet, 20 Schuss abgefeuert, 14 getroffen, 9 durchgeschlagen. Also, wenn ihr Durchschlagskraft, ihr seht, Treffsicherheit und Durchschlagskraft ist nicht so vorhanden bei mir. In dem Sinne, wenn ich noch ein bisschen mit dem Gefahren fahre, dann werde ich bestimmt auch besser. Das war jetzt, wie gesagt, ich fahre Testserver, da sind meine Stats mir eigentlich nicht so wichtig. Deswegen fahre ich da so ein bisschen YOLO-haft, aber das kennt man ja auch, ein bisschen Spaß haben, mal nicht auf nichts achten. Das ist auch mal was Schönes. Und ja, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen für das kleine Mini-Special. Das ging jetzt, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde. Also für die Leute, denen es gefallen hat, bitte ein Däumchen nach oben geben, dass ich weiß, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.